Ich bin gerade beim Minimalisieren und es ist einfach krass, wie sehr man erkennt, wie man geblendet wurde. Guten Morgen! Die letzten Tage habe ich wieder einen großen Schwung Sachen aus meiner Wohnung minimalisiert bzw. zum Verkauf angeboten. Soll zum Zeitpunkt des Videos jetzt auch noch was verfügbar sein, dann poste ich unten in der Infobox ein paar Links. Ich habe ca. 10 große Posten wieder am Verkaufen, darunter CDs, Bücher, Blu-rays, TV, Klavier, Soundanlage und vieles weitere, Playstation und Spiele und alles mögliche. Und beim Aussortieren und finanziellen Bewerten der Dinge erinnert man sich dann natürlich immer wieder daran, wie man das irgendwann mal gekauft hat. Wie man sich damals darüber gefreut hat, dieses zu kaufen und was man dafür dann bezahlt hat. Und dann überlegt man, wenn ich das Geld damals nicht ausgegeben hätte, wie schlimm wäre es gewesen, dieses Ding nicht zu besitzen. Und wie schön wäre es, dieses Geld noch zur Verfügung zu haben. Mach das mal bei verschiedenen Dingen im Haushalt. Und mir wurde regelrecht schlecht. Ich fühlte eine richtige Demütigung. Richtige Demütigung, als ich die Sachen, die ich zum Verschenken oder Verkaufen zusammengepackt habe, darüber nochmal rekapituliert habe. Wie sehr hat mich der durch die Werbung und durch das Marketing der Unternehmen geförderte Konsumwunsch immer weiter in selbigen getrieben, in den Konsum. Dazu die Konditionierung von der Gesellschaft, die Anerkennung, die mehr ist geil Mentalität. Ich fühlte mich einfach wieder mal so grenzenlos dumm und beschämt. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, was wir für kleine hilflose Puppen sind, die von der Umwelt in einen Kreislauf des sinnlosen Konsums hineingetrieben werden. Und ich habe mich so klug gefühlt, all die Jahre. Und es ist so schwer, sich diesem Kreislauf zu entziehen. Intellekt reicht dafür nicht aus. Klingt arrogant, ich denke, ich bin intelligent. Es reicht nicht aus, intelligent zu sein. Ihr müsst bewusst sein. Weil einfach auf Konsum zu verzichten, das geht natürlich auch nicht. Ne? Wir müssen ja konsumieren. Das Problem ist gerade die goldene Mitte zu finden. Und zu entscheiden, was wirklich Sinn macht. Was sollte man wirklich kaufen? Was ist nötig? Das macht es so schwer. Wenn man mit dem Mindset mehr ist geil und dem konditionierten Glücksgefühl des Kaufens ausgestattet ist, dann nur noch minimalistisch einkaufen zu müssen oder zu wollen. Das ist wie ein Alkoholiker jeden Tag einen halben Schnaps hinstellen, den er trinken kann oder trinken muss und dann zu erwarten, dass er nicht mehr als diesen halben Schnaps trinkt. Minimalismus ist ja so wenig wie nötig. Und das ist halt so schwer umzusetzen, weil es gibt Dinge, die nötig sind, es gibt Dinge, die konsumiert werden müssen. Minimalismus in einer Art so wenig wie möglich, das ist einfach zu erreichen. Einfach gar nichts mehr kaufen. Einfach alles weg. Gar nichts kaufen. Ganz einfach zu erreichen. Aber meiner Meinung nach ist es auch wieder der falsche Weg. Es gibt viele Dinge, die das Leben tatsächlich einfacher machen, wo man vielleicht mehr Zeit hat, bewusst zu werden. Es gibt wirklich gute Dinge zu kaufen. Ich rede natürlich jetzt von den lebensnotwendigen Dingen, das ist klar, dass man die alle kaufen müssen. Auch bei so wenig wie möglich wird man nur die lebenserhaltenden Dinge kaufen. Aber es gibt Dinge, die über die Lebenserhaltung hinausgehen, die Luxus sind, die aber nötig sind. Also nötig im Sinne seiner eigenen Ziele, die man im Leben hat. Zum Beispiel ein möglichst bewusstes Leben heißt auch effizient arbeiten, um viel nachdenken zu können. Also da muss man für sich selber dann individuell entscheiden. Ich war zumindest für mich ernsthaft geschockt, für was ich mein Geld ausgegeben habe. Und ich habe mir dieses Gefühl der Widerlichkeit und des vor sich selbst Ekelns direkt zunutze gemacht und mit einem emotionalen Anker versehen, indem ich eine spezielle DVD in den Händen gehalten habe und das Gefühl, was ich hatte, dieses sich selbst anwidern, mit dem Gefühl der DVD verbunden habe, für die ich 20 Euro ausgegeben habe. Ich erwähne jetzt mal nicht, was das für eine DVD ist, aber vielleicht verlinke ich sie unten. Mal sehen. Und das habe ich 5 Minuten lang gemacht. Und diese DVD, die behalte ich auch noch 6 Wochen, um diese Übungen zu machen. Täglich. Um dann bei zukünftigen Kaufentscheidungen, dann schmeiße ich die DVD weg oder verschenke sie. Um dann bei zukünftigen Kaufentscheidungen den Namen dieser DVD zu nennen. Und dann kommt automatisch, nachdem ich das 6 Wochen konditioniert habe, diesen Anker gesetzt habe, dann kommt dieses Gefühl wieder hoch.
Und dann kann ich die Kaufentscheidung viel bewusster überdenken, weil ich dann immer wieder dieses Gefühl habe, nicht nur diese Erinnerung. Also es reicht nicht zu sagen, okay, die DVD, die habe ich damals gekauft, das war keine gute Entscheidung. Ja, man braucht dieses Gefühl, dieses Angewidertsein. Und dann wird man eventuell kaufen oder nicht kaufen, aber man hat dann tatsächlich unter diesem Gefühl gekauft und kann damit verhindern, dass man sich wieder angewidert fühlt von seiner eigenen Hilflosigkeit, von seiner, ja, wie man sich manipuliert hat lassen zum Konsum. Diesen Tipp und meine Erfahrung, den wollte ich heute mit euch teilen. Wenn ihr ein augenöffnendes Gefühl habt, dann nutzt diesen Moment, indem ihr euch einen Anker wie ein Wort oder einen Gegenstand hernehmt und das Gefühl noch einmal intensiv durchlebt. Für mindestens 5 Minuten über 6 Wochen lang. Das ist das Prinzip von NLP. Und dann könnt ihr sicher sein, wenn ihr den mit den Emotionen behafteten Anker zum gegebenen Zeitpunkt hervorholt, dass dieses Gefühl der Erkenntnis damals ihr direkt abrufen könnt und dann eurer neuen Entscheidung behilflich ist, um besser entscheiden zu können. Ne? Den zugrunde liegenden Mechanismus, den habe ich auch bereits in einem anderen Video erklärt, das verlinke ich euch entweder hier, wir müssen sehen. Wir sehen uns morgen wieder für neue Inspirationen und Informationen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne hier nachholen und auf geht's in ein besseres Leben ohne Manipulation und mit klarem Geist. Ich freue mich darauf, dass ihr wie immer hoffentlich fleißig kommentieren werdet und ja, einfach mal eure Erfahrungen zum Thema selbst angewidert sein von eigenen Kaufentscheidungen zum Besten gibt. Wir sehen uns dann. Macht's gut, euer Christian.